Hallo, meine Lieben. Ja, jetzt sind 2 Wochen rum, wo ich mein erstes Schminköpfchen gemacht habe. Und ja, was soll ich sagen? Es wurde mir dann doch zu langweilig, da ich auch dieses schöne 2-Meter-Bag testen durfte von Essence. Habe ich natürlich nicht mehr nur mein Kosmetik-Bag benutzt, sondern auch davon Sachen probiert, ausprobiert ein paar Tage lang. Und dann dachte ich auch, es ist Zeit, mein Schminköpfchen zu erneuern. Genau. Und da wollte ich euch gerne mal zeigen, was ich da Schönes reingetan habe. Upsala. Und zwar, Moment, ich muss hier ein bisschen Platz machen, sonst fällt mir gleich was runter. Und zwar habe ich da drinne von dem schönen Essence Bag einmal das Essence Sun Club 2 in 1 Bronzing Powder. Genau das Schöne hier. Da habe ich auch schon eine kleine Kuhle drin, weil ich schon öfter benutzt habe. Das heißt 10 Sunshine. Ich weiß nicht, ob es da andere Marken, andere, bestimmt andere Nuancen geben wird. Aber das werdet ihr dann bestimmt sehen. Ich swatche euch das gerne mal, wie es gemischt aussieht. So. So schaut's aus. Ist so ein bisschen bronzermäßig. Ich benutze es halt eher auf den Wangenknochen, um mir ja, so ein bisschen Glanz, weil das hat schon Glitzerpartikel da drin. Und ja, deswegen eher so auf den Wangen, nicht im ganzen Gesicht, als ganzes Powder. Mein Mäuschen sitzt hier und winkt. Hallo! Ja, der ist wieder gut drauf, ne? Wie immer. Genau. Und dann habe ich auch noch How to Make Brows Wow drin. Das swatche ich jetzt allerdings nicht. Das könnt ihr euch gerne in meinem Essence-Bag anschauen, was ich zugeschickt bekommen habe. Blip, blip. Weil das jetzt auch wieder viel Zeit in Anspruch nimmt. Ist halt hier so eine Pinzette drin, die ich nicht wirklich benutze, weil ich die zu klein finde. Einmal so ein Applikator und einmal so ein Pinselchen. Und ich benutze hauptsächlich die Farbe, weil die anderen dann doch die Augen so dunkel machen. Was ich echt gut finde, ist dass der Highlighter unterm Augenbrauen. Braue. Und ja, den finde ich echt gut. Ich finde das Bag toll. Ich weiß gar nicht, wie teuer das sein wird im Verkauf. Ich glaube so 5, 6 Euro. Und dafür überlegt man sich dann doch, ob man es sich kaufen soll oder nicht. Aber das ist schon mal klasse. Dann wieder mal mein All About Matte, weil ich das ja leer haben möchte. Doch ist das Fändchen nicht zu sehen. Ich kämpfe damit, dass man das Fändchen irgendwann sehen kann. Man sieht, wie gesagt, immer noch das Fändchen durch, aber noch nicht das Fändchen. Das will ich angehen. Dann hatte ich auch in meinem letzten Schminkkörbchen die Art Deco Eyeshadow Base. Die will ich auch gerne leer kriegen. Da habe ich jetzt angefangen, mit dem Pinselchen anzufangen, weil ich mit den Nägeln halt nicht so gut da reinkomme. Aber ich muss sagen, ich finde sie ja doch gar nicht so schlecht. Ich habe sie so lange nicht benutzt und dachte auch, vielleicht ist die schlecht geworden. Aber anscheinend ist die Konsistenz ein bisschen fester. Und ja, ich werde es noch weiter ausprobieren. Dann habe ich auch von meinem letzten Schminkkörbchen noch das hier drin gelassen. Das Instant Anti-Age-Effekt der Löscherauge. Welche Farbe und so war das eigentlich? 01 Light. Will ich unbedingt aufbauen, weil ich es nicht wirklich prickelnd finde unter den Augen. Es hält zwar ein bisschen auf, aber es verkriecht sich auch gerne mal so ein bisschen in die Poren. Und die Poren in die Haut oder auch in die Poren, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht so prickelnd. Aber ich will es auf jeden Fall halbleck kriegen. Dann einmal was auch im letzten. Das habe ich die letzten Körbchen leider gar nicht benutzt. Ich weiß auch nicht, ist irgendwie untergegangen. Der Catrice Liquid Highlighter. Genau. Ja. Wie ihr wisst, ne? Hat ja so ein Dingen hier und kommt sogar noch was raus. Ist halt einfach so ein Highlighter, der ist auch ganz schön, aber irgendwie benutze ich den nicht, deswegen möchte ich den gerne leer kriegen. Dann habe ich, weil ich nicht wirklich viel Blush benutzt habe die letzte Zeit, mir einen dezenten rausgesucht von der Good Girl Bad Girl LE. Und das ist der mit der schönen Prägung hier. Das ist die Nummer 01 Good Girls Rare Peach. Weil damit kann ich mich nicht so schnell überblushen, ne? Ich krieg's nämlich noch nicht. Ich kann mich echt gut überblushen, aber das sehe ich jetzt zum Glück ja nicht. So, dann habe ich mir neuestens gekauft gehabt, weil es rausging aus dem Sortiment, diesen Volumen Curl Mascara. Der halt hier diesen. Der soll ja so ein Schwinger, ob das überhaupt funktioniert. Ich bezweifle. Ich habe es noch nicht ausgetestet. Werde ich jetzt aber auf Grund und Nieren testen. Mal schauen, wie der ist. Achso, die Bürste kann ich euch noch gerne zeigen. Das ist einfach so eine ganz einfache Pups, sorry. Einfach ganz normales
Bürstchen. Was mich jetzt schon stört, ist, dass das schon so viel Produkt hier oben am Zipfelchen hängt. Naja, wir schauen mal, wie es sich rentiert. Dann habe ich für mein Gesicht noch den, das hatte ich glaube ich auch im letzten Jahr, das ist Nerdy Nude Make-up. Das habe ich auch nicht viel benutzt, weil ich momentan eher Puder benutze. Aber ich möchte gerne, das ist die 010, halt mehr auch Make-up benutzen. Und weil ich von meiner Make-up, meinem Make-up-Shop halt gelernt habe, dass man gut mit dunklen Nuancen nur hier so in den Tiefen konturieren soll, kann, habe ich mir die 040 noch geholt. Die ist natürlich wesentlich dunkler. Moment, da seht ihr, ne? Ja, werde ich mal ausprobieren weiterhin. Ich habe sonst immer Bronzer benutzt, aber das ist manchmal so viel, deswegen lieber Flüssigformat. Dann habe ich wieder drin den Korrektura von Alverde. Make-up, Korrekturstift, finde ich immer gut für Patzerchen. Dann habe ich mir noch zwei Pencils reingetan. Klarstifte. Einmal den Essence Glitter Eye Pencil 01 Mystic Black. Ich weiß gar nicht, ist bestimmt gar nicht mehr. Der ist schon ewig in meiner Sammlung, ewig und drei Tage. Swatche ich euch gerne mal. Der hat so halt so ein paar Glitzerpartikel. Ist recht fest in der Mine. Mal gucken, wie ich damit klarkomme. Sonst sortiere ich ihn aus. Da seht ihr, es glitzert ein bisschen. Habe ich, wie gesagt, ewig nicht mehr benutzt. Musste mal rein. Und dann einmal den Essence 2-in-1 Kajal Pencil Sweet und Hard. 10 Sweet und Hard heißt er. Das ist einmal ein lila Tönchen. Das ist auch recht hart, die Mine. Mal gucken, ob ich das... Ich echt lange hier benutzt. Ich glaube, ich weiß jetzt auch wieder warum. Da, lila und so ein Grau. Finde ich echt schön. Mal gucken, wie es sich rentiert am Auge. Dann habe ich noch zwei Lippenprodukte. Einmal Max the Buzzle. Max the Buzzle oder so ähnlich. Das ist ja Ready to Kiss Minty aus der Oktoberfest-LE, wenn mich nicht alles täuscht. 01 Hey Hey Beige Ua oder so ähnlich. Da steht's. Ja, also ich finde den echt toll, weil er so nach Minze schmeckt. Mag ich ja gerne. Auf der Lippen ist er eher so, naja, geht so. Da seht ihr, der ist so ein bisschen rosa, stichig, aber eher auf den Lippen eher weniger. Ach, wisst ihr was, ich trage den jetzt einfach mal auf hier. Was ich festgestellt habe, der setzt sich gerne mal in die Poren ein. Was ist los jetzt? Ja, ist ganz nett, aber naja, der Geschmack ist am besten. Dann habe ich mir noch einmal, den hatte ich, glaube ich, im Nikolaus-Päckchen, wo man sich ja das ergattern konnte, wo ich ja Glück hatte. Ich meine, der war da drin gewesen, genau. Das ist der 02 Porzellan Doll. Den habe ich auch noch nicht wirklich benutzt. Den swatche ich euch jetzt auch mal. Das ist aber auch eine schöne Farbe. Da, Moment, da ist er. Seht ihr das? Ja, so ein bisschen bräunlich-rot. Nicht schlecht, der Specht. Und dann habe ich noch zwei Augenprodukte. Und zwar einmal, wenn es schnell gehen soll, habe ich mir den von P2 den Here I Am rausgesucht. Den High Performer Performance Mantle Metallic Duo Eyeshadow. Schwere Sprache. Hat einmal so ein grüne und einmal ein braun. Das tue ich euch natürlich auch nochmal swatchen. Ja, mein kleines Mäuschen macht Musik. Und da sind sie. Das ist auch schöner Ton, so ein Olivgrün und so ein schönes Braun, Schokobraun, würde ich sagen. Genau. Und zu guter Letzt ein schönes Schmückstückchen, was ich nicht wirklich benutzt habe, von NYX, die Mystery Brown Eyes Palette. Ja, die hole ich jetzt mal aus der Verpackung raus. Die habe ich vielleicht einmal benutzt. Das swatche jetzt auch nicht alle Tönchen, das wird jetzt wieder den Rahmen sprengen. Aber sie ist total schön. So lila, grün, beige, braun, gelb, alles, was das Herz begehrt. Wie ihr sehen könnt, sind die alle glänzend. Nur der braune hier hat doch auch ein bisschen, der hat einen Hauchglitzer drin. Ups, da war der Applikator weg. Genau, und die anderen funkeln richtig doll und der hier am wenigsten. Aber der hat auch ein bisschen Glitzer drin. Und ich habe sie... Weiß ich nicht. Noch gar nicht benutzt. Sieht so aus. Oh Mann, wie schade. In welchen Ton gehe ich denn rein? Ich nehme mal den grünen. Oh ja. Oh ja. Den daneben. Oh ja. Auch schön. Und den braunen, der am wenigsten Glitzer hat. Hat. So, die swatche ich jetzt mal. Ui. Oh ja. Farbabgabe ist
sehr gut gegeben, würde ich sagen. Hier ist das schöne Grüne. Hier ist dieser braun glitzernde und hier ist dieser recht matte. Auch der hat ein bisschen Glitzer drin, aber eher matt. Richtig schön. Salat zeige ich euch nochmal hier im Vergleich. Wenn ich das denn gehalten bekomme. Da und da. Genau, die drei. Ja. Freue ich mich auf Ausprobieren. Ich weiß nicht, wieso ich die nicht ausprobiert hatte. Nur gekauft und dann irgendwie doch nicht benutzt. Komisch. Naja, jetzt wird sie ja auf Herz und Nieren getestet. Dafür ist ja ein Schminkkörbchen da, dass man die Sachen dann auch schön ausprobieren kann. Und darauf freue ich mich, weil die ist echt schön, die Palette. Und ja, das war wieder mein schönes kleines Schminkkörbchen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao.